So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg zur Geisterpforte, um uns ein bisschen Zeug zu besorgen. Ja, wundervoll. Dem werden wir auch noch ein paar Mal begegnen. Hier ist direkt auch erstmal so ein... Verdammt, wie hieß sie? Mondfalterfestung, glaube ich, ist das? Oder ist das die Buckfalterfestung? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Festung halt. Da. Ich hoffe, ich laufe einigermaßen in die richtige Richtung. Bin mir nämlich nicht mehr 100% sicher, wie das nochmal war mit dem Weg. So. Ich hoffe, wir begegnen nicht allzu vielen Viechern. Schaut aber zumindest von der Richtung schon mal gut aus. Ja. Keine Flap-Flap-Viecher. War schon mal was. Magan-Alderun. Buckfalter-Festung war das, okay. Dann ist hier eine Ruine. Zu der wollen wir aber nicht. Wir wollen hier lang. Das schaut gut aus. So. Wir müssten auch gleich direkt zum Wall kommen schon. Der müsste sich hier dann demnächst auftun. Das nehmen wir mal mit hier. Ist ja nicht alles, aber zumindest ein bisschen was. Ja, aber wir bewegen uns auf jeden Fall in eine gute Richtung. Hier irgendwo müsste auch der... Ja, da vorne sieht man ihn schon. Der Geisterwall. Der die Peststürme teilweise da drin halten soll. Komm, stirb. Das Vieh ist weg. So. Genau. Können theoretisch mal einen Blick durchwerfen. Theoretisch kann man auch drüber fliegen. Jetzt wird's laut. Denn das gute Ding hier ist nämlich Magie. Und da sieht man einen Korpuswandler. Und einen blöden Krippenläufer, der uns nicht in Ruhe lässt. Und gut. Wenn er das nicht schafft, dann muss er uns in Ruhe lassen, indem er stirbt. So. Ja. Also das hier ist ein Korpuswandler, ein noch nicht komplett deformierter. Gibt auch welche, die deutlich deformierter sind, also ja. Von den Dingern ist das Fleisch, was wir unten im Keller haben. Ah, da ist noch ein zweiter. Ich weiß bis heute immer noch nicht, woher dieses Schafgeräusch kommt. Huch. Faszinierend. Ui. Ja. Und die Geisterpforte ist halt eigentlich der einzige offizielle Eingang zu diesem Gebiet um den Roten Berg herum. Ja. Ja, die Klippenläufer werden einem irgendwann echt so ein bisschen so... Ne? So. Leiche beseitigen. Leiche beseitigen. Wir sind eh, glaube ich, fast da. Naja. Mischen hier dann links. Und das Raten. Noch ein Klippenläufer. Yay! Ohne Rüstung, 16 Punkte, juhu! So. So. Genau, hier kommen wir nochmal an den Geisterball ran und dann müssten wir
wenn wir dem Geisterwall folgen, ne, hier zur Geisterpforte kommen. Macht Sinn, ne? Die Inkonsistenz von den Geräuschen ist auch sehr schön. Jo. Hier kann man nicht so gut reingucken, da sind aber auch keine Viecher. So. Ist sehr nebelig. Ja. Da oben ist ein Lagerfeuer, aber das sind Leute, die ignorieren uns eigentlich eher. Zum Glück. Ja, noch ein Viech. Ah, zwei sogar. Na toll. Dann tun wir uns ganz kurz einen Gefallen. So, jetzt muss ich nur schauen, ob es rechts oder links war, wobei man auch innen drin durch kann. Ja. Das hier ist der einzige Durchgang durch den Geisterwall. Man muss hier hindrücken. Drinnen drücken, dass halt die Tore aufgehen, dass halt nichts durch kann. So, Turm der Abenddämmerung. Jetzt muss ich gucken, in welchem Kellerteil das gewesen ist. Das nette Kerlchen, was ich da suche. So, untere Ebene. Hui. Kommt schon, ich kann nicht den ganzen Tag mit euch verteudeln. Vermutlich nichts. Und da kann ich nicht rein. Ihr dürft sprechen. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Geht. Ja, also die zum Beispiel können wir nicht klatschen, die sind zu stark für uns. Ne? In Ordnung, aber fasst euch kurz. Ha. Ich habe den korrekten gefunden. Jetzt sperre ich uns hier drin ein. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Denn der hat Vulkanglas. Da war vermutlich nichts. Wiegt nicht sehr viel, macht verdammt gut Rüstung und ist scheiße viel wert. Ja. Kurz mal handeln. Ja, gut, das sind die Sachen, die hier eh rumliegen. Wir speichern einmal normal ab. Ich hoffe, dass das wirklich funktioniert mit dem abgesperrten Tür. Mit der abgesperrten Tür. Ihr seid erledigt. Der hat nämlich auch leider einen verdammt guten Hammer. Hm. Da war was. So schnell kriegt selbst der uns nicht rein. Eure Wunden sind zahlreich. Und die Tür ist noch abgeschlossen. Perfekt. Mist, da war was. Das, die schweren Sachen legen wir am besten in die Mitte von dem... Legen wir die mal hier hin. Du bist schwer. Ihr seid schwer. Na gut, du bist relativ schwer. So. Damit wir hier die Sachen mitnehmen können. Jo. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit. Gut, die Schuhe können wir nicht anziehen, das ist aber wurscht. Ne,
Und dem Skink im Schatten ist egal, dass das alles geklaut ist. So. Na komm. Die Rüstung ist auch leider nicht ganz vollständig. Also Beinschienen fehlen, glaube ich. So, einmal alles reparieren. So. Ja. Tauschen wir das mal einmal aus. Wir haben auch nur einen Helm. Genau, das Einzige, was uns fehlt, sind die Beinschienen. Aber wir hatten schon die ganze Zeit keine Beinschienen an, weil wir auch von der anderen Rüstung keine haben. Läuft! Nehmen wir das Ding in die Hand und das hier in die Hand. Ja gut, 105. Das ist jetzt nicht so wundervoll, aber das ist ja egal. Das hier ist auf jeden Fall jetzt unsere neue Ausrüstung. Wir haben 40 Punkte immerhin mehr. Wir haben jetzt eine reine leichte Rüstung. Und uns fehlen eigentlich nur noch die Beinschienen. Weil ich da eher am Überlegen bin, ob ich da eine mittlere Rüstung oder so mit zu anziehe. Wir haben ja noch irgendwo eine rumfliegen. Und der Rest wird verkauft. So. Ja, ich weiß, dass ich zu viele Gegenstände mit mir trage. Ich bin ein bisschen überladen. Aber dafür gibt es ja hier den schnell. Ne? So. Das kommt alles hier rein. Mist, wir können es immer noch nicht bewegen. Das reicht leider auch nicht. Das reicht leider auch nicht. Du bist sauschwer, ne? Ja, du bist richtig, richtig schwer. Ist noch irgendwas ziemlich schwer? Ja, du bist ziemlich schwer. Und ist noch irgendwas richtig, richtig schwer? Oh ja, ihr seid richtig, richtig schwer. Oh. So. Wir packen jetzt mal alles, was wir auf jeden Fall wieder mitnehmen, hier mit rein. Den Ring können wir eigentlich auch verkaufen. Den brauchen wir inzwischen auch nicht mehr. Schon. Mal mit. Das Öffnen brauchen wir eigentlich so nicht mehr. Das können wir auch verkaufen. So. Sonst eigentlich nur noch die Tränke. Die tun wir mal hier mit rein. Lebensenergie wiederherstellen. Levitation. Magie wiederherstellen. Feder. Pestheilen, ganz wichtig, weil da sind wir nicht wirklich immun gegen. So, Lebensenergie, Lebensenergie, Lebensenergie. Und Ausdauer ist manchmal auch ganz praktisch. Wiederherstellen Stärke. Oh, sind zu groß. Passen die vielleicht hier mit rein? Ja. Okay, die sind auch zu groß. Dann sagen wir mal kurz so. Dann stehen die da jetzt einfach. Die beiden Sachen kommen eh darüber mit rein. Und der Rest soll verkauft werden. So. Wir auch gleich mal, ob wir die Beinschienen hier rumliegen haben. So. So. Ich meine nämlich, ja, mittlere Rüstung, Knochenbeinschienen. So, die packen wir dann ganz schnell mal dazu. Hier. So, passt sogar noch rein. Faszinierend.
Und so nackig wie wir gerade sind, speichern wir ganz kurz. Und kümmern uns mal ganz schnell um unser Kopfgeld. Ja, bei etwas höherem Kopfgeld sind die etwas, Da! Rennen sie doch etwas mehr. Sie dürfen uns nur nicht ansprechen. Den Rest können wir hier drin klären. Hier drin sind keine Wachen. Okay, dich haben wir schon gelesen. Wo ist... Da ist... Zungenkröte. Ein Kopfgeld. Danke, ich werde bezahlen. 512 Draken statt, glaube ich, 1000 irgendwas. Immerhin haben wir gerade jemanden umgebracht. Und wir haben kein Kopfgeld mehr. Stopp. So, wie man sieht, die lassen uns jetzt auch in Frieden. Freundlicherweise. Ich finde das nicht... Ja, ich weiß, dass ich nackig bin, findet ihr nicht so lustig. Ja. Das hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, wenn ihr das irgendwie lustig fändet. Aber gut. So, ihr seid jetzt hier drin. Wir haben jetzt doch einiges an Geld verloren. Das heißt, dich brauche ich. Was meine ich hier für ein Blödsinn gerade? Du bist der Angebrochene, ne? Ja. Den Angebrochenen nehme ich mal mit. So. Hallo? Ah, jetzt. Okay, die Tränke machen doch schon ganz schön viel Gewicht aus. Wir sollten ein bisschen Alchemie üben. Achso, 48 war ja zu groß. Passt du hier rein, wenn ich das rausgenommen habe? Nein. Gut, dann stelle ich euch dahin. Ja, damit ich euch auch wiederfinde. So, genau. Hier war das drin. Das sind die zum Beschwören. Sehr gut. Jetzt schauen wir doch mal. Was haben wir denn so Gutes hier? Machen wir mal erstmal Dinge, die wir brauchen können. Sprich Lebensenergie. Wiederherstellen Stärke klingt auch gut. Mal gucken, ob wir ein zweites mit Wiederherstellen Stärke finden. Gut, gewöhnliche Krankheiten heilen brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Aber hier... Ah, Dochtweizen, okay. Also hier wiederherstellen. Bewusstsein entdecken, auch gut. Gift neutralisieren. Lebensenergie. Wiederstellen Charisma. Gewöhnliche Krankheiten. Ausdauer. Gewöhnliche Krankheiten. Ausdauer, Ausdauer. Ganz viel Ausdauer. Das ist primär zum... wie heißt's? Zum Üben gut. Mehr Ausdauer. Oh Gott. Ja. Ausdauer, Ausdauer. Entzugssachen. Noch mehr Ausdauer. Gift neutralisieren. Frostschild. Lebensenergie herstellen. Gift neutralisieren. Die macht Levitation. So. Zup. Machen wir erstmal Lebensenergie. Jo. Noch ein bisschen Lebensenergie. Ah, es hat nicht geklappt. Gucken, ob hier einmal. Ja, drei Tränke rausgekommen. So, dann machen wir mal Magie wiederherstellen. Okay, das hat auch funktioniert. Stärke wiederherstellen haben wir leider nicht, aber gut. So, aber hier Levitation. Gut. Damit sind die Sachen, die wir gebrauchen können. Ne? Lebensenergie 5 für 15 Sekunden, das ist nicht schlecht. 8 Punkte für 25 Sekunden, 9 für... Ja, doch, das ist ganz gut. Wir werden besser. So, räumen wir mal schnell weg.
Fast. Okay, genau. Jo, das heißt, dass wir... Ich glaube, dass wir am besten in der Zwischenzeit zwischen den Folgen zusammen mit dem Verkaufen... Weil das ist jetzt nicht so spannend, wenn ich zu Skink rüber marschiere und dem Sachen andrehe. Das heißt, das werde ich jetzt mal in der Zwischenfolge machen und danach... Ja... Vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn wir erstmal die Aufgaben für Skink fertig machen. Ja, ich denke, wir machen danach erstmal Aufgaben für Skink weiter. Haben wir jetzt eine deutlich bessere Waffe, noch nicht die gute Waffe, die ich haben wollte, aber zumindest eine bessere Waffe. Und... Genau. Eventuell werde ich auch in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen Veränderung üben, dass wir dann auch gleich unsere nächste Beförderung einsammeln können. Genau. Tränke machen, ein bisschen Alchemie üben, Sachen verkaufen und Veränderung üben, damit wir in der nächsten Folge direkt gut weitermachen können. So, machen wir mal Rasten bis geheilt, dass das auch fertig ist. Jo. Und je nachdem, ich weiß noch nicht, wenn montags tatsächlich Minecraft jetzt doch kam, weil es vielleicht doch ein bisschen besser funktioniert hat, dann wünsche ich euch jetzt ein wundervolles Wochenende, wenn ihr die Folge direkt bei Release anschaut. Für den Fall, dass nicht, dann haben wir eh erst Donnerstag oder wann auch immer ihr das guckt, ist das dann auch egal. Also, ja. So nackig wie ich bin, auch wenn das Wetter bei uns jetzt nicht ganz so gut ist. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Guck mal, ich kann ihn angucken. Nackig. Das ist etwas, das dürfte weder auf Facebook noch auf YouTube geclaimt werden als Nackedei. Ne? Ich sag's nur. Okay. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.